Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video meiner Kategorie, meine Comic-Neuzugänge, in denen ich euch halt immer regelmäßig präsentiere, was ich mir so neu hole. Das können halt neue Sachen sein oder ältere Sachen. Es ist halt alles etwas, was neu in die Sammlung kommt. Und dieses Mal habe ich, wie schon in der letzten Folge, erneut bei einem YouTube-Kollegen gekauft. Und zwar habe ich diesmal beim Katz tatsächlich gekauft. Katz sollte allen von euch ein Begriff sein. Einer der größten und bekanntesten Comic-Tuber. Und ja, der hatte mir auch was angeboten und da konnte ich nicht Nein sagen und habe dann halt zugeschlagen. Und das präsentiere ich euch jetzt. Seinen Kanal werde ich natürlich nochmal in die Beschreibung packen, auch in die Endcard verlinken. Könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Die meisten von euch werden ihn aber auf jeden Fall kennen. Wer ihn nicht kennt und neu findet, kann das ja gerne mal drunter schreiben unter einem seiner aktuellen Videos. So, kommen wir zu den Sachen. Also ich habe da halt eingekauft und der Katz hat es sich nicht nehmen lassen, sich mir auch ein paar Goodies hinzuzulegen. Er hat mir also auch was geschenkt, womit ich halt nicht gerechnet habe. Dazu kommen wir als erstes mal. Und zwar hat er mir dazugelegt hier OS Nummer 1 von Mr. und Mrs. X. Ich habe ja, wie einige wissen, die regelmäßig die Videos schauen, habe ich das ja auf Deutsch auch schon besprochen und habe jetzt hier nochmal ein US-Heft bekommen, was mich sehr freut, weil ich dann auch mal einige Vergleiche anstellen kann, wie ist das eigentlich mit der Übersetzung bei Panini und das einfach mal als US-Heft dann auch nochmal zu haben, ist sehr, sehr, sehr cool. Ja. Sehr cool halt, oder? Nein, das ist wirklich schön, weil du dann einfach, also so ein US-Heft ist natürlich halt immer was Besonderes, ne? Dann hat er mir noch dazugelegt hier in Discovery Country Nummer 1 vom Image Verlag. Eine Serie, die mir gar nichts sagt, habe ich natürlich dann jetzt mal die Gelegenheit reinzuschauen. Wird auch es... ja, so wenn ich so den Preis sehe, wird das auch eine relativ aktuelle Serie sein, der letzten Jahre zumindest. Ja, und bin dann auch mal gespannt, um was es sich dabei handelt. Viele Independent-Sachen hat ja Image mittlerweile auch im Programm und da ist sicherlich immer mal was Interessantes dabei. Und ja, bin ich sehr gespannt und frage mich auch, ob das Ganze dann auch seinen Weg nach Deutschland findet oder schon nach Deutschland gefunden hat und ich das gar nicht weiß. So, das waren die Goodies. Erstmal herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zu den Käufen. Und da habe ich bei etwas zugeschlagen, was ich schon länger geplant hatte, mir das in irgendeiner Form zu holen. Ich hatte erst an eine andere Form gedacht, war aber schwer zu holen. Und zwar habe ich von dem Charakter Moon Knight fast nichts in der Sammlung. Ich habe ja von diesem Houston und Finch Run diese Neuauflage des ersten Bandes. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich habe natürlich von Moon Knight einige Sachen in Zweitstories bei der Spinne, bei Condor. Und wollte immer mal mehr von ihm haben. Und da geht es mir vor allem um sein klassisches Material. Und das habe ich jetzt hier bekommen. Und zwar in einer Neuauflage, und zwar in Form einer Epic Collection. Wir haben hier die Epic Collection Nummer 1, Volume 1, Bad Moon Rising von Moon Knight. Enthält hier Material von 1975 bis 1981, und zwar seine Erstauftritte, wie die er ja hatte bei Werewolf by Night 32 und 33. Dann ist hier drin Master Marvel Spotlight 28, 29, Defenders 47 bis 50, Peter Parker The Spectacular Spider-Man 22 bis 23, Marvel 2 and 1 52. Ihr seht daran schon, dass Moon Knight am Anfang halt viel Gaststar irgendwo war. Dann hat er unter anderem halt auch seine erste reguläre Ongoing bekommen. Da sind hier noch die ersten vier Hefte drin. Dann haben wir hier aus dem Hulk Magazine 11 bis 15, Nummer 17 bis 18 und 20 und Marvel Preview 21. Das sind also alles so seine Erstauftritte und der Beginn seiner ersten Mini. Ich wollte mir das damals in einem Essential Band holen. Ich habe ja vom Hulk und von einigen anderen Sachen habe ich ja diese Essential Bände, die sind ja in Schwarz-Weiß und umfassen immer so 25 Comics von altem Material. Die Epic Collection
bringt halt auch alte Runs wieder raus. Epic Collection ist eine der Nachfolgersachen der Essential Bände. Die Essential Bände gibt es ja aktuell nicht mehr. Und bei Marvel ist die Epic Collection ein von mehreren Nachfolgeformaten. Aber der Unterschied ist halt, bei der Epic Collection hast du halt diese ganzen Comics dann tatsächlich in Farbe, wie sie halt auch im Original als Heft halt erschienen sind. Und dementsprechend sind sie natürlich auch teurer als die Essential-Bände. Bei Moon Knight ist es jetzt zum Beispiel so, dass der Essential-Band, der erste, der auch diese Sachen umfasst, halt auch mittlerweile super teuer ist. Und deswegen, das sind auch meine ersten Epic-Collection-Bände jetzt, bin ich hier natürlich froh, da zuschlagen zu können oder gekonnt zu haben. Und ja, das war natürlich nicht das Einzige, was er im Programm hatte, der gute Katz, sondern hier auch Volume 2, Shadows of the Moon, enthält halt Material von 1981 bis 1982. In der ersten waren ja unter anderem die ersten vier Hefte seiner Ongoing drin, seiner ersten, und hier ist dann Moon Knight 5 bis 23 drin. Halt auch wieder in Farbe und halt auch auf Englisch natürlich. Und das bedeutet, dass ich sein erstes Volume hier tatsächlich weiterverfolgen kann. Und den Abschluss dieser Folge macht dann halt auch nochmal eine dritte Epic Collection, Final Reset. Final Rest heißt es. Nicht Final Reset, Final Rest. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Volume 3 dieser Epic Collection Reihe enthält halt Material von 1982 bis 1984. Und zwar ist das halt Moon Knight 24 bis 38. Und soweit ich mich daran erinnere, hatte halt auch seine erste Ongoing 38 Ausgaben. Das bedeutet, dass ich mit diesen drei Bänden seine komplette erste Ongoing dann habe und durch diesen ersten Epic Collection Band halt auch alle seine ersten Auftritte vor, bevor er seine eigene Reihe bekommen hat. Das heißt, jede Menge Material aus den Mitte 70er bis Mitte 80er. Das hat er 75 angefangen, hier bis 1984. Also relativ viel Stuff von Moon Knight, worüber ich mich sehr freue. Und was für mich halt ziemlich cool ist für die Sammlung, weil ich halt diesen Houston und Finch Run, da werde ich vielleicht mir auch den nochmal weiterführen. Es gab ja früher da, ich glaube, 100% Marvel-Ausgaben dazu, die halt nicht wieder neu aufgelegt werden. Die werde ich vielleicht mir auch noch holen, sodass ich da den Moon Knight von 2005, war es glaube ich, oder 2006 rum habe. Dann hier das ganz klassische Material und eventuell bin ich noch an dem Moon Knight, weiß aber nicht, wer den geschrieben hat. Es gab mal so drei Bände 2013 rum oder so. Da gibt es halt auch Bände noch von Panini, an denen ich vielleicht interessiert bin. Ja, um da meine Moon Knight-Sammlung oder meine Moon Knight-Ecke in meiner Sammlung auszufüllen. Freue ich mich sehr. Sehr guter Preis vom Katz. Kann dazu auch nochmal sagen, war sehr gut verpackt. Alles sehr schnell gelaufen. Wunderbar. Kann ich empfehlen. Das hier bei ihm könnt ihr gut kaufen. Er hat ja einiges, was er anbietet im Moment. Könnt ihr ihn ja mal anschreiben auf seinem Kanal am besten, denke ich mal. Da vielleicht mal versuchen, Kontakt herzustellen. Wer den Kontakt an sich privat wie ich schon hat, kann ihn natürlich da auch mal fragen, denke ich. Und schaut er mal. Er hatte halt noch viel mehr Sachen im Angebot, die ich aber zum größten Teil schon hatte. Sodass ich da jetzt nicht mehr gekauft habe, aber kann ich empfehlen. Vielen Dank an dieser Stelle an Katz. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt ihr mir mal rein, was ihr davon kennt. Ob ihr auch Epic Collection Bände habt von irgendwas. Also muss ja nicht von Moonlight sein, kann ja auch von was anderem sein. Vielleicht habt ihr auch diese Bände. Schreibt das alles mal rein. Und gerne ein Like hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Und gerne auch die Glocke aktivieren für die nächsten, damit ihr die nächsten Videos auch auf gar keinen Fall verpasst. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und wünsche euch allen natürlich noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.